Gut, ich könnte da hinten könnte ich noch ein bisschen was abtragen. Will ich aber jetzt persönlich auch nicht. Weil die Wüste soll ja doch ein bisschen erhalten bleiben, so wie sie halt einfach mal ist. Und wenn ich da einfach hergehe und jedes Mal alles Mögliche hier wegnehme, dann ist das bald nur noch so eine flache Wüste. Sieht ja auch nach nichts mehr aus. Da müssen schon noch ein paar Hügelchen da sein. So, bin ich gespannt, ob ich mit denen hier noch einmal rumkomme. Weil dann weiß ich, dass ich echt nicht mehr so viele Rohstoffe brauche. Naja, wir werden sehen. Zwei Stacks habe ich ja dann noch. Und ja, es sieht eigentlich gut aus. So viel brauche ich gar nicht für die Reihe. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich glaube, dass mir der letzte Stack da sogar was übrig bleibt. Wir werden sehen. Dann sind wir eh bald bei der 2-Stacks-Ebene. Dann ist da nicht mehr so weit hin. Und dann dürfte es zügig gehen. Naja, so zügig dann auch wieder nicht. Die ganze Nacht werden wir hier durchbauen. Das ist schon Hammer. Aber sie wächst. Das ist so schön, dass so was einfach mal wächst hier. So eine kranke Pyramide. Ich hätte sie ja auch kleiner bauen können, aber dann wäre sie einfach nicht so eindrucksvoll gewesen und dann wäre sie einfach nur so ein Mähgebäude gewesen. Und jetzt ist es einfach ein Gebäude. Ein Mahnmal, also nicht ein Mahnmal, sondern ein, ja, nicht architektonisch anspruchsvoll, aber was Episches einfach. Und ich will ja nur epische Sachen hier haben. Alter, das reicht sogar vollkommen leicht. Ich bin sogar fast der Meinung, dass ich fast mit zwei Stacks hier ausgekommen wäre. Aber nur fast. Die nächste Ebene könnte es dann sein, dass ich nur noch mit zwei Stacks brauche. Dann hätte ich die Hälfte der Pyramide schon geschafft, also von der Höhe her. Dann können wir ja schon mal sagen, hey, so und so hoch wird die dann. Es könnte aber gut möglich sein, ne? Wenn wir jetzt schon die Hälfte der Höhe erreicht haben. Alter, was da Creeper drin stehen. Drei, vier Stück. Boah, was für Party People, ne? Da ist die Explo. Alter, da. Und draußen steht auch noch einer. Wenn man sich da mal eine Zeit lang nicht drauf konzentriert, dann ist da schon echt was am Machen. So, jetzt gucken wir mal, wie viel das wir wirklich brauchen. Ich habe hier vier Stacks am Start. Und ja, mal sehen, wie weit das mal kommen. 32 ist so die angestrebte, angestrebte Zahl, die wir brauchen, um zu sagen, ja, das ist die Hälfte. Ah, da sind noch 7 hin. 5, 4, 3, 2. Wir haben jetzt genau die Hälfte der Höhe. Genau jetzt. Alter. Dann kommen wir ja noch, ja, noch zwei rein. Fast. Wenn wir die fertig haben, noch fast zwei rein. Und dann, ach nee, außer mir passiert sowas. Natürlich versuchen nicht, dass hier runterfällt, der gute Stein. Den brauchen wir schon hier oben. Jetzt müsste mir dann das Deck ausgehen. Ah, nicht ganz. Also, ich bin hier noch ums Eck gekommen. Also ist schon mal gut, ne? Ist schon mal gut. Dann kann da echt noch was emporwachsen. Wow. Es ist super. Es freut mich voll, dass ich da schon doch schon die Hälfte der Höhe erreicht habe. Das kann ich gar nicht sagen, wie mich das freut gerade.
weiß ich, dass ich nicht mehr allzu viel machen muss. Natürlich brauche ich nur noch ein Viertel von dem. Alter, ist es. Okay, die Musik ist hier gerade ein bisschen krank. So. Aber. Ja, ein Viertel der Rohstoffe brauche ich dann nur noch. Also, was ich bis jetzt gebraucht habe. Es ist eigentlich schon noch einiges, wenn man so zugibt. Weil was ich da jetzt schon Rohstoffe gebraucht habe. Es ist dann wow. Ich will gar nicht wissen, wie viel Sandstein ich da effektiv gebraucht habe. So, eigentlich hätte ich in der Statistik erst gucken müssen, wie viele Sandsteintreppen ich schon verbaut habe. Und dann hinterher, wenn ich fertig bin, nochmal gucken. Hätte man genau gewusst, wie viel Material ich da gebraucht habe. Das ist natürlich schon krass. Und die Sonne geht auch schon wieder auf. Was für ein spektakuläres, ja, Schauspiel. Jetzt brauchen wir pro Reihe immer vier weniger. Also mir bleibt dann immer mehr vom Stack übrig. Das ist auch schön zu wissen. Wenn mir immer mehr übrig bleibt von so einem Stack. Dann könnte ich wirklich die und noch eine Reihe vielleicht fertig bekommen. Das wäre natürlich auch geil, wenn ich das schaffen könnte. Dann habe ich mir auch genau richtig viel Sandsteinblöcke übergelassen, dass ich hier einfach weiterbauen kann. So. Es wird ein epischer Kampf, wenn ich da das erste Mal reingehe, oder? Ich muss vielleicht vorher dann noch die Fackeln setzen. Ich werde dann da auch mal reingehen und die Fackeln schon mal setzen. Damit ich da einfach mal die Ruhe von habe, muss ich mir ein paar Fackeln machen und dann gehen wir da rein und dann hauen wir den Leuten mal auf die Mütze. So wie es sich einfach gehört. So. Der nächste Stack. So, mit dem könnte es sein, dass wir fertig werden. Mit dem werden wir auch fertig. Aber was sage ich denn? Und dann bleibt mir vielleicht noch genug übrig für noch eine Ebene. Mich juckt der Bart gerade. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Aber das ist mir gerade mal wurscht. So. Alter. Alter Berufverwalter. Huch. Das war ein bisschen verkehrt. Oh nee, jetzt fällt mir die Treppe runter. Das wollte ich ja nicht. Ah, jetzt habe ich noch einen Grund, da reinzugehen. Und das ganze Ding auszuleuchten. Eigentlich hätte ich viel eher damit anfangen müssen, das Ding auszuleuchten. Ah, naja. Habe ich mal wieder nicht dran gedacht gehabt. Ein Creeper steht da auch noch hinten. Natürlich nicht so geil. Immer diese Creeper hier. So, da hinten ist noch einer. Hab da platziert gehört. So, und dann schauen wir ins Inventar. Oh, das könnte knapp werden. Es würde mich jetzt wundern, wenn ich die Ebene fertig bekomme. Wäre schön gewesen, aber naja, wenn es nicht geht, geht's nicht. Dann muss man halt da ein anderes Mal ran und die Ebene fertig machen. Immer wieder ein paar mehr Ressourcen haben. Ich bin ja auf den Zeitpunkt froh, wenn mir ein Stack reicht, um einmal rumzukommen. Aber da habe ich noch einen langen Weg vor mir. Wird ja immer nur vier Blöcke kleiner pro Umdrehung. Also, ma, wird schon einiges zusammenkommen. Als ich hier fertig werde. Bis ich hier fertig werde. Ja, komm. Scheiß drauf. YOLO sage ich nur. YOLO. So. Da noch, da noch. Perfekto. So, die Reihe hier rüber schaffe ich auch noch. Da bin ich mir sicher, weil ich mich nicht zu oft verbaue, mir nicht zu viele Steine hier Richtung Boden fallen. Dann passt es.
So, zack. Einmal mal super. So, 9, 8, 7, 6. Ah, ich komme sogar noch ein Stück hier rum. Wartet mal. Das mache ich dann hier auch nochmal. Dann mache ich da noch ein Stück weiter, weil dann kann ich die hier auch noch setzen. Haha. Und eine Pyramide wird groß. Sehr groß. So. Da hinten wollte ich noch einsetzen. Und dann passt es soweit schon mal. Okay. Wir haben's. Soweit schon mal fertig. Jetzt mache ich mir noch ein paar Fackeln. Und gehe in die Höhle des Löwen. Damit ich das auch alles ausleuchten kann. So, 9 Stück. 37 Fackeln. Ich hoffe, die reichen. Damit es hier anständig ausgeleuchtet ist. Natürlich esse ich noch ein Hühnchen, dass ich gut gestärkt bin für den Kampf. So, einfach einmal rum hier außen. So, die Zombies brennen auch. Das ist super. Einfach mal noch ausfackeln. Immer aufpassen, wo die Party-People hier sind. So, einzeln natürlich die Leute hier angreifen. Oh, Creeper, Creeper. Ich gehe mal lieber weg. So, kommt mal. So, der Zombie brennt schon. So, den letzten Hit habe ich gesetzt. So, ich muss den Creeper hier ein bisschen alleine erwischen. Wow, scheiße, jetzt hat es mir den zerrissen. Nicht, dass ich hier sterb. Na, stirb. Stirb, stirb, stirb. Nehme ich auch mit. Da ist noch ein Zombie. Alter. So, die Spinne tut mir, glaube ich, nichts. Oh, die tut mir doch was. Wieso läufst du mir nach, du Spinne? So, geh mal weg hier. So, ich esse mal was. Dann geht es mir auch besser. So, und schon fangen sie das Brennen an. So, wop, wop, wop. Geschafft. Spinne. So, du kannst mich mal. Hab dich auch getötet. So, hier ist meine Treppe, die ich vorhin verloren habe. Alter, und dann sind da hinten schon wieder so viele Skelette gespawnt. Das ist ja nicht schön. So. Ja, genau. Schießt euch gegenseitig ab. Ihr seid doch im Clinch miteinander. Es geht doch nicht. Mann. Naja, muss ich nochmal hier ein bisschen warten. Oh, regenerieren tue ich mich jetzt natürlich auch nicht. So, immer ein bisschen ausleuchten. Alter, ich habe schon wieder kaum noch Fackeln. Geh nur ins Dunkle. Ja, schon recht. Du kannst mich mal. Jetzt trifft er mich. Was soll der Scheiß? So. Einfach mal die Kumpels überrumpeln. So, hier habe ich 2 Stück reingesetzt. Fast ein bisschen viel. So, hier ungefähr. So passt es am besten. Jetzt muss ich das Loch wieder zuschütten. Na super. Tolle Wurst. Mann, sprengt sich da einfach mal ein Creeper. Ich hätte ihn doch eh so gut gehittet gehabt. Dachte ich, das passt. Naja, egal. Vor allem, jetzt werden auch einige Blöcke verschwunden sein. Deswegen mache ich hier erstmal Sandstein rein. Damit ich nicht so viel Sand...
auch installiert, dann ist da schon mal Ruhe drin. So, ich skippe das Lied noch schnell, weil mich das echt gerade aufregt, das Lied. So, zurück zum Spiel. Ich habe ein Ei, das werfe ich mal. Nicht mal so kurz. So, räum den ganzen Scheiß noch weg, was ich jetzt durch die Drecksdinger hier gekriegt habe. Wie zum Beispiel das verrottete Fleisch, das wie eh kein Mensch braucht, oder die Knochen. So, schön nochmal in die epische Schlacht gegangen. Ja, sieht dann soweit gut aus. Also die Pfeile könnte ich auch noch wegpacken. So, dann habe ich soweit schon mal eine gute... Ja, sind heute echt gut vorangekommen, kann man nicht meckern. Man kann die Spitze schon erahnen, wo sie hingehen soll. Ja, so ungefähr da oben wird ungefähr die Spitze sein. Ja, also ein paar Reihen bleiben uns da noch. Ein paar wenige. Naja, ein paar mehr. Weil jetzt haben wir jetzt ein bisschen was über die Hälfte von der Höhe. Und ja, es sieht jetzt schon geil aus. Muss man ja einfach mal so zugestehen. Ja, sieht geil aus. Also die Spitze ist hier oben. Ja, die ist... Die ist genehmigt. Sieht gut aus. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr Spaß hattet wieder. Hoffentlich an den Folgen. Und ja, ich sag dann ciao. Bis zum nächsten Mal.